Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei God of War Ragnarok und dieses Mal Alfheim. Alle 10 Raben, die wir hier finden können, also Odins Raben. Natürlich ungefähr, wie ihr die in der Story bekommt. Nachher ist das alles ein bisschen, könnt ihr eh überall nochmal hin. Also von daher, der erste Rabe, der befindet sich natürlich gleich, wenn wir ankommen und jetzt hier mit Tier unterwegs sind. Hier oben auf dem Baum ist einer. Der zweite Rabe befindet sich natürlich im Tempel des Lichts. Hier ist die Säule. Hier sind wir gerade auf dem Weg nach oben. Bevor hier wir mit hier weitergehen, können wir hier links runter. Und dort befindet sich nämlich hier so ein, ja, so eine Steine. Hier müssen wir gegenwerfen, da unten. Und so haben wir den zweiten Raben hier. Der nächste Rabe befindet sich auch in Tiers Tempel, nämlich hier oben. Bevor wir nämlich in die nächste Tür reingehen, hier hinten auf dem Vorsprung. Nachdem wir natürlich das erste Mal hier zur Schmiede gelangen können, fliegt hier auch noch ein Rabe runter. Den finde ich ein bisschen irgendwie tricky zu kriegen, aber es geht eigentlich. Der nächste Rabe befindet sich hier hinten in der Ecke. Hier ungefähr sind wir. Hier oben auf dem Ast ist einer. Dann haben wir hier oben in dem Kopf, also in dem alten Skelett, ist einer hier oben in dem Auge. Haben wir den nächsten Raben. Dann hier hinten, so bei der Statue hier, fliegt auch noch ein Rabe rum. Wenn man ihn kriegt, jedenfalls. So, jetzt. Der nächste Rabe befindet sich nämlich so nähe im Bau, jedenfalls hier oben. Auf der Plattform ist auch noch einer. Mit dem Speer geht es relativ einfacher, finde ich jedenfalls. Der nächste Rabe befindet sich hier hinten, wo wir auch die Nordentruhe aktivieren können. Und hier hinten ist auch noch so ein Riese und dort hinter befindet sich er. Ihr könnt natürlich auch reingehen zu den Raben. So, der letzte Rabe ist natürlich ein bisschen versteckt. Hier hinten, nämlich unter dem Tempel, ist nämlich ein kleiner Geheimgang. Hier müssen wir was erstmal aufschmeißen. Müssen wir hier durch. Und der nächste Rabe befindet sich jetzt hier auf der linken Seite. Nämlich hier fliegt er rum. Da ist er. Und somit haben wir alle 10 Raben hier auch gefunden und sind der Rabenkönigin ein Stück näher. So, ein bisschen Übung und fertig. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.